Ja, es ist wieder soweit. Zeit für Vintage Memories und dieses Mal geht es um die WWF WrestleMania Steel Cage Challenge für das NES Nintendo Entertainment System. Ja, ich begrüße euch zu der fünften Ausgabe mittlerweile, das dritte Video nach WWF Superstars WrestleMania Challenge. Geht es jetzt an die Steel Cage Challenge? Wie gesagt, die dritte Videoausgabe und die fünfte überhaupt der Vintage Memories. Mein Name ist Mr. T8411. Ich begrüße euch zu dieser Ausgabe. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und auch heute geht es natürlich um meine Kindheitserinnerungen an diese alten Klassiker. Ja, WWF WrestleMania Steel Cage Challenge war das erste Spiel für das NES, was ich mir selbst ohne meinen Bruder gekauft habe, weil WrestleMania und WrestleMania Challenge habe ich ja durch ihn kennengelernt und die Steel Cage Challenge habe ich zufälligerweise in einem Kaufhaus entdeckt mit meinen Eltern und habe das dann da mitnehmen dürfen und war da völlig überrascht, dass es dort ein neues Spiel für das NES gibt. Ja, ich gehe mal hier so durch das Menü. Es gab verschiedene Auswahlmöglichkeiten, da können wir noch gleich drauf zu sprechen kommen. Wir haben jetzt hier Hulk Hogan, den Mountie, IRS. Also es gab auch in der Midcard einige abwechslungsreiche Charaktere, die man hier auswählen könnte. Man hört das IRS-Theme, die Schreibmaschine in 8-Bit. Dann hatten wir Rowdy Roddy Piper. Also man sieht jetzt den grafischen Fortschritt zu WrestleMania Challenge schon. War alles ein bisschen farbenfroher, kam noch alles ein bisschen durch, obwohl es halt diesen Bronze-Touch hatte. Na, man sieht es jetzt hier bei den Wrestler-Auswahl-Bildschirmen. Sid Justice, jetzt haben wir hier Bret Hart. Auch mal interessant damals zu spielen gewesen auf dem NES. Ja, ich lasse mal im Hintergrund so ein bisschen die Musik laufen, damit ihr so die Eindrücke auch mal sammeln könnt. Jetzt haben wir den Macho Man Randy Savage. Den Million Dollar Man Ted DiBiase. Das erste Mal mit seinem richtigen Theme in einem NES-Wrestling-Spiel vertreten. Jake the Snake Roberts als Heel. Dann haben wir den Undertaker mit dabei. Und natürlich, wie zu Anfangs erwähnt, schon Hulk Hogan. Ja, ich will jetzt einfach mal den Undertaker. Und ich gehe jetzt einfach mir hier in ein One-on-One-Match gegen Bret Hart. Und man sieht, Howard Finkel kündigt tatsächlich auch die Wrestler an. Zwar nicht in Sprache, aber das Theme läuft und die Ankündigung zumindest in Textform liegt vor. Jetzt Bret Hitman Hart hier aus Calgary, Alberta, Kanada. Und dann starten wir mal. Ja, man sieht, das sieht doch alles schon ein wenig anders aus, ne? Also es sieht auf jeden Fall mehr nach Wrestling aus, ne? Man hat jetzt hier Headlocks und gewisse Griffe, Tritte und Schläge, klar. Die hatte man natürlich auch, aber man konnte jetzt den Gegner einfach auch mal in einen Grapple nehmen und dann versuchen, ihn mit einem Slam oder einem Suplex auf die Matte zu hämmern. Oben hatte man entsprechend die Energieleisten, die man auch während des Matches mit der Select-Taste einmal wieder aufladen konnte. Versuche ich hier mit Bret Hart schon den Pin gegen den Undertaker. Beziehungsweise umgekehrt. Ich sehe nämlich gerade, ich habe das Match schon verloren. Das gibt's ja gar nicht. Da hatte mich der Hitman jetzt schon gepinnt. Da war ich jetzt gerade ein bisschen abgelenkt. Da habe ich scheinbar gedacht, dass ich den Hitman spielen würde. Nein, natürlich nicht. Ich habe ja den Undertaker gewählt. Auch gut. Natürlich machen wir ein Rematch. Wir versuchen es jetzt noch einmal hier gegen den Hitman. Ja, die Steel Cage Challenge war wie gesagt das erste Spiel, was ich entdeckt habe. Ohne meinen Bruder habe es dann mitnehmen dürfen aus der Innenstadt und war mal wieder völlig überrascht, dass ein neues Wrestling-Spiel für das NES verfügbar ist. Und als ich dann nach Hause ankam, war mein Bruder völlig überrascht. Der kannte das nämlich auch noch nicht und hatte dann natürlich dann auch großes Interesse daran, das mal zu sehen und auch selbst zu spielen. Ja, die Steel Cage Challenge war einfach durch Charaktere wie Bret Hart, den Mountie, den Undertaker, Roddy Piper mitgeprägt, weil das waren einfach Leute, die hatte man weder bei WWF WrestleMania noch bei WrestleMania Challenge. Das hat mich da besonders gefreut. Man hatte jetzt hier endlich mal rot-weiß-blaue Ringseile. Ein bisschen farbenfroh alles, obwohl, wie gesagt, der Wrestler-Auswahlbildschirm und oben die Grafiken der Wrestler sehr einen Bronze-Touch hatten. Man sieht jetzt hier, Bret Hart hat gerade die Energie aufgeladen. Ich war jetzt hier mit dem Undertaker eigentlich gut dabei.
Und diesen Move, den habe ich früher schon nicht verstanden. Das war einfach irgendwie so eine Art Ansatz zum Bodyslam und dann einfach wegwerfen. Das sah etwas merkwürdig aus. Brad pinnt mich jetzt hier schon wieder. Ich versuche jetzt alles hier aus dem Pin rauszukommen. Ah, ich habe es schon wieder nicht geschafft. Das gibt es doch nicht. Man sieht hier auch links die Fans im Publikum mit ihren Sonnenbrillen und Cappies. Zumindest ein paar. Nicht so gequetscht wie bei WrestleMania Challenge. Ja, was machen wir? Wir müssen einfach mal probieren. Ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal ins Hauptmenü und schauen einfach mal, was wir da noch machen können. Wir können jetzt hier auch die Tag Team Titel oder den WWF Championship Titel jagen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf Tag Team Titeljagd. Und mit wem könnte man das besser machen als wie mit Money Incorporated? Im ersten Match treffen wir erneut auf Bret Hart und den Mountie. Die kanadische Verbrüderung quasi. Ja, Money Incorporated werden jetzt hier getrennt vorgestellt und jetzt kommt der Mountie in die Arena. Wir denken es uns zumindest. Ja, das Spiel hat mich total geflasht. Also das war wirklich ein großer Fortschritt, wenn man jetzt nur, wie gesagt, WrestleMania oder WrestleMania Challenge kannte. Das war schon ein großer Fortschritt, etwas farbenfroher, die Grafik war besser und man sieht jetzt hier auch die Wrestler, die jetzt draußen stehen, sind die Tag Team Partner, also sie stehen nicht auf dem Ring Apron, aber wir haben die Möglichkeit, sie in das Match auch einzuwechseln. Ich versuche jetzt hier mal mit Ted DiBiase, man sieht auch Running Moves gab es auch, ein Crossbody, den habe ich hier versucht. Wenn der Gegner auf der Matte lag, dann konnte man einen Elbow Drop oder einen Stomp hinterher setzen. Der Mountie taggt jetzt hier den Hitman ein. Und ja, wie gesagt, die Outfits konnte man auch teilweise erkennen. Bret Hart hier in seiner lila Hose, der Mountie mit seiner schwarzen Hose mit dem roten Oberteil. Das hat alles schon so weit gepasst. Das hat mir auch sehr gut gefallen damals. Und wie gesagt, wenn man sich mal oben jetzt nochmal die Auswahlbildschirme der Wrestler ansieht, die Wrestler-Grafiken, das war für 8-Bit-Zeiten schon nicht verkehrt. Aber was man da definitiv dazu sagen muss, es war saumäßig schwer. Also wenn ich das heutzutage jetzt nochmal spiele, wie jetzt hier in dem Fall, ich habe da echt mit zu kämpfen. Muss mich jetzt auch mal wieder reinfuchsen. Es gab natürlich nur zwei Tasten, aber man hatte trotzdem ein paar Kombinationsmöglichkeiten bei den Grapples. Aber das war schon recht knackig, finde ich jetzt mittlerweile. Ja, damals fand ich es zwar auch nicht ganz so einfach, aber ich kam damit natürlich besser zurecht als heutzutage. Das fällt mir bei einigen anderen Spielen auch auf, bei klassischen Spielen, die ich mal wieder ab und zu reinschmeiße. Die sind einfach mittlerweile schwerer. Man ist das nicht mehr so gewohnt als Kind oder als Jugendlicher hatte man da irgendwie mehr Geduld und mehr Motivation, das Ganze auch öfter zu probieren. Ja, jetzt wechselt er hier den Mountie wieder ein und ich sollte mal gucken, dass ich vielleicht gleich IRS, meinen Tag Team Partner, mal einwechsel. Bodyslam hier gegen den Mountie und jetzt wechsle ich IRS ein. Ja, und man sieht auch hier die Hosenträger und auch der Schlips ist etwas zu erkennen. Also das sieht grafisch einfach sehr top aus. Der Hautton war bei den meisten Leuten etwas dunkelbraun. Also das hat man jetzt nicht so fein umgesetzt, aber wie gesagt, die Arena stimmte von den Maßen her ungefähr. Und ja, es war auch eine andere Ansicht. Ne? Also man erinnert sich jetzt, WrestleMania hatte ja diese seitliche Ansicht, so wie die jetzt hier, nur dass man wirklich nur quasi direkt von vorne die Wrestler gesehen hat, also so seitlich. WrestleMania Challenge hatte so diese Queransicht und das entsprechend, was wir jetzt hier sehen, hat so ein bisschen die Richtung vorgegeben, wie spätere Spieler auch unter anderem auf dem Super Nintendo dann aussehen könnten. Aber dazu kommen wir in einer der nächsten Ausgaben von Vintage Memories. Ja, es sei auch dazu gesagt, dass das jetzt hier in Form von der Steel Cage Challenge auch der Abschluss der NES-Serie wird. Und zwar hatten wir damit dann WrestleMania, WrestleMania Challenge und die WrestleMania Steel Cage Challenge im Programm. Das sind so meine drei Spiele, die ich auf dem NES erlebt habe. Und ich stelle euch ja auch natürlich nur die Spiele vor, die ich selbst gespielt habe und auch selbst, ja, mit denen ich selbst etwas verbinde. Sonst würde die Rubrik ja dahingehend keinen Sinn machen. Und ich kam jetzt hier aus dem Pin raus. Also zum Glück, also man musste wirklich tackern. Also wirklich die Button smashen. Und Bret Hart ist auch unheimlich schwer. Schmeißt mich jetzt hier in die Seile, aber ich konnte das noch abfangen. Also langsam kann ich mich wieder reinfuchsen.
Aber man musste halt wirklich viel treten und viel schlagen. Ich habe jetzt hier auch meine Energie aufgeladen. Da konnte ich es jetzt auch mal testen, mit der Select-Taste entsprechend die Energie hier wieder aufzuladen. Und der Hitman schickt den Mounty wieder in den Ring. Vielleicht sollte ich jetzt auch mal so langsam wieder mit IRS die Biasi aufsuchen, um hier einen frischen Mann ins Match zu holen. Denn die Energieleiste hatte ich jetzt ja schon einmal aufgeladen. Das sollte man jetzt auch nicht unbedingt ausreizen. Aber der Hitman dürfte jetzt fertig sein. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, wie ich hier zum Pin ansetzen kann. Ja, der Hitman ist jetzt soweit fertig. Aber jetzt muss ich wirklich gucken, wie ich hier den Pin nochmal ansetze. Das weiß ich nicht. Und nach unten drücken und die... Ja, so. Okay, wunderbar. Das dürfte... Oh, der Hitman kickt ja aus, obwohl er keine Energie mehr hat. Also, das hatte ich jetzt auch anders in Erinnerung. Aber der Gegner muss auch richtig liegen. Man muss da in der richtigen Position sein, wie man jetzt hier wieder sieht. Und das hat einfach zu lange gedauert. Also auch da gibt es scheinbar noch Möglichkeiten, für die Wrestler nochmal auszukicken. Und okay, er hat den Mounty reingeholt. Der Mounty holt ihn wieder rein. Er hatte nämlich nicht wirklich viel mehr Energie. Aber man sieht schon die Position hier. Das ist nicht ganz so einfach. Also, und er schickt den Mounty jetzt hier wieder ins Rennen. Aber auch der dürfte jetzt eigentlich gegen mich keine Chance mehr haben. Also so, wenn er in der Position liegt, kann ich ihn scheinbar pinnen. Jetzt habe ich ihn auch sofort gepinnt und das dürfte das Match sein, jawohl. Der erste Sieg geht an mich auf der Jagd zu den Tag-Team-Titeln. Mal gucken, ob wir es schaffen, wirklich die Gürtel uns zu sichern. Howard Finkel sagt, here are your winners, IRS und Ted DiBiase. Als Money Inc. wurden sie nicht angekündigt, aber man konnte entsprechend sie natürlich so zusammenwürfeln, ja. Wir treffen jetzt auf Sid Justice und auf Randy Savage, der da draußen steht. Auch eine interessante Paarung hier. Money Inc. gegen Sid Justice und Randy Savage. Ja, Sid Justice auch, wie gesagt, sehr interessant in einem Videospiel mal zu sehen. Was man allerdings dazu sagen muss, es gab keine Trademark-Moves hier in diesem Spiel. Also anders als zu WrestleMania Challenge, wo man ja noch mitten im Match zumindest durch positionsabhängige Manöver seine Trademark- und Finishing-Moves ausführen konnte. Das ging hier jetzt leider nicht mehr. Also da leider ein Rückschritt. Also keine Powerbomb von Sid Justice, kein Million-Dollar-Dream von Ted DiBiase. Das ist so ein bisschen ein Punkt gewesen, den ich damals auch schon wirklich vermisst habe, weil irgendwo das sich ja auch... Es hat das ganze Spiel einfach ein bisschen realistischer gemacht, wenn man auch die Finishing-Moves ausführen konnte. Konnte man leider in dem Spiel nicht mehr. Aber nun gut. Und jetzt überlege ich mal gerade so die zeitliche Einordnung. Also Jake the Snake Roberts war das schon der Heel. Hat man am Theme erkannt. Also das Trust Me Theme. Randy Savage müsste dann auch schon wieder der Macho Man gewesen sein und nicht der Macho King. Hat jetzt hier eine pinke lange Hose an. Also gut, detailgetreue Attires hatte man nicht, aber... Es war schon absolut im Rahmen und absolut okay, wie gesagt, was man da aus dem NES noch rausgeholt hat. Das war schon eine feine Sache. Ja, mal gucken, ob wir jetzt hier auch Randy, Savage und Sid Justice besiegen können. Ja, interessant vor allem, das werde ich euch im Verlauf der Sendung heute noch zeigen. Es könnte vielleicht heute sogar ein bisschen länger werden. Ich hoffe, dass ihr am Ball bleibt. Weil ich möchte euch ein bisschen einfach mal ausführlicher auch mal einen Modus hier vorstellen. Ah, da kann ich jetzt gerade, sehe ich gerade, aufs Top Rope klettern und vom Top Rope springen. Der Double X Handle ist leider daneben gegangen. Ja, wie gesagt, ich möchte euch einfach mal einen Modus zeigen. Und jetzt in dem Fall hier ein Tag Team Titelturnier bietet sich da ja vielleicht mal an. Ja, wie der Name schon sagt, Steel Cage Challenge. Natürlich war eine Neuerung, eine große Neuerung, der Steel Cage. Also man konnte Matches im Steel Cage austragen. Dazu werde ich euch dann nachher nochmal was zeigen. Da werden wir uns nochmal in den Käfig begeben und dort mal ein Steel Cage Match anspielen. Ja, ich habe jetzt hier mit Money Inc. schon meine Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Wieder Sid Justice hat auch eine gute Gegenwehr. Randy Savage hat sich auch gut behauptet bisher in dem Match. Nur man sieht es halt natürlich zu heutigen Verhältnissen überhaupt gar keine Frage. Es ist natürlich einseitig.
Schlagen, treten, Body Slam, Crossbody und jetzt vom Top Rope vielleicht ein Move. Aber man hatte halt damals nichts Besseres, ne? Das war einfach so der Punkt. Also das war definitiv zur WrestleMania Challenge ein Fortschritt. Eigentlich muss man wirklich sagen, das beste WWF-Wrestling-Spiel. Ich sage ganz bewusst WWF-Wrestling-Spiel, denn wie ich ja auch schon bei der letzten Ausgabe angekündigt habe, beziehungsweise erwähnt habe, Pro Wrestling hat wrestlerisch ganz neue Maßstäbe gesetzt auf dem NES, aber das habe ich leider nie gespielt. Von daher kann ich da auch keine Erinnerungen teilen. Jetzt versuche ich mal hier Randy Savage zu pinnen, obwohl er noch einen Energiebalken hat, aber das hat gereicht zum Sieg. Und Randy Savage und Sid Justice sind auch aus dem Weg geräumt. Und das lustige Schreibmaschinen-Theme kann mal wieder ertönen. Da höre ich doch lieber dann das Theme von Million Dollar Man. Ja, jetzt geht's los. Die Bagpipes kommen und zwar Roddy Piper. Mal sehen, mit wem er hier teamt. Der Undertaker, das dürfte auch eine knallharte Nummer werden hier. Also Piper und der Undertaker treffen hier auf Money Incorporated. Ja, wie gesagt, außer eben die Finishing-Situation, die ich ja auch damals schon bemängelt habe, war das einfach großartig. Also die Entwickler haben hier wirklich alles nochmal aus dem NES rausgeholt. Grafikpower, die Themes versucht mit einzubinden. Und das war schon eine richtig gute Nummer. Was mir auch damals aufgefallen ist, es waren immer unglaublich schöne Cover. Also WrestleMania, WrestleMania Challenge. WrestleMania Challenge hat mir besonders gefallen, weil da eben wirklich viele Wrestler auch drauf waren, außer Midcard, auch auf dem Backcover. Und nicht nur eben so die Größen wie Hogan und der Ultimate Warrior. Ja, und hier, wie gesagt, auch war dann ein schönes Cover. Wurden auch ein paar Fotos eingeblendet. Ich habe es leider gerade nicht griffbereit, sonst hätte ich es euch eingeblendet. Da war dann eben der Steel Cage abgebildet, dann so ein paar Fotos der Wrestler und in der Mitte dann Savage und DiBiase in einem Brawl. Das waren, weil eben, das war ein Cover, wo eben nicht nur der Hogan oder, gut, der Warrior, der ist jetzt hier nicht im Spiel, aber welche Größen gab es da jetzt? Ja, gut, Randy Savage, klar, der ist jetzt auf dem Cover, aber ein Ted DiBiase zum Beispiel auf dem Cover fand ich auch mal ganz nett. Und von daher ist das schon okay. Body Slam jetzt hier aus dem Whip-In abgefangen. Vom Undertaker auch eine schöne Aktion. Ja, ich muss jetzt mal wieder aufladen hier die Energie. Ist doch ein bisschen knapp geworden jetzt hier wieder gegen den Undertaker. Da sollte ich auch gucken, wenn ich jetzt schon einmal aufgeladen habe, dass ich da mal gleich zu IRS komme. Also das Aufstehen hat jetzt auch schon sehr lange gedauert. Jetzt wechsle ich mal hier IRS ein. Oh, verklickt und jetzt bin ich wieder im Ring mit DiBiase, das will ich ja eigentlich gar nicht. Und IRS flüchtet. Er flüchtet vor mir. Okay, will er nicht gegen Piper ran. Versuche ich ihn jetzt mal hier ein bisschen außer Gefecht zu setzen, noch mit einem Body Slam. Aber jetzt sollte ich einwechseln und jawohl, das gelingt mir auch. IRS kommt ja als frischer Mann jetzt hier in den Ring. Piper muss jetzt Energie aufladen, das heißt, der zweite Wind ist vorbei für ihn jetzt. Den kann er sich jetzt nicht mehr zurückholen. Den hat er jetzt einmal eingesetzt. Die Entscheidung trifft man im Match einmal. Und dann muss man damit auch zurechtkommen. Ja, ich bin echt mal gespannt, ob wir uns hier die Gürtel holen können heute. Wäre natürlich ein schönes Gimmick noch für die Ausgabe hier, die fünfte Ausgabe von Vintage Memories auf WrestlingGames.de. Ich bin mal gespannt. Ja, Piper setzt jetzt hier nach. Also man sieht schon, die Matches an sich, die haben sich halt nicht großartig unterschieden. Also das war halt in der Regel viel Gebrawle, viele Schläge, viele Tritte. Aber jetzt nichts, wo man großartig sagen könnte, jawohl, da gab es jetzt mal einen Superplex vom Top Rope oder wirklich Mat Wrestling oder Aufgabegriffe. Also Aufgabegriffe ist etwas, das gab es ja bisher noch nie auf dem NES. Außer wirklich, ja, wenn man so will, den Sleeper Hold von Brutus Beefcake bei WrestleMania Challenge. Okay. Aber das war es dann auch schon. Also zumindest nichts, was man jetzt im Match wirklich mit jedem Mal ansetzen konnte. Ja, der Undertaker jetzt hier. Da wiederum habe ich mich auch gefragt, ich weiß nicht, ob die Armlänge da für den Pixel nicht gereicht hat, aber warum der Undertaker hier zum Beispiel überhaupt keine Handschuhe trägt, aber dafür irgendwie weiße Stiefel hat, das passt ja gar nicht. Grau ist im Spiel, der Grauton, klar, weil man sieht ja auch unten die Wrestler, die jetzt nicht aktiv im Match sind, die sind ausgegraut.
Aber das wäre jetzt Meckern auf hohem Niveau. Piper ist jetzt hier wieder drin. Der dürfte jetzt eigentlich auch fertig sein. Ja, dann pinne ich ihn jetzt mal mit IRS, wie ich es jetzt wieder schaffe. Also man sieht hier wirklich, es ist sehr, sehr positionsabhängig. Das ist also die Stomp- bzw. Elbow-Taste, mit der man hier den Pin ausführt. Und jetzt kommt der Undertaker und versuche ich jetzt. Ja, zum Glück gibt es keinen Rope-Break hier. Es wäre nämlich eine knappe Nummer jetzt gewesen. Ja, wer hätte es gedacht, IRS pinnt den Undertaker. Mal gucken, wer jetzt hier auf uns trifft. Also, ich weiß gar nicht, ob noch viele Teams übrig bleiben. Ein oder zwei Teams müssten eigentlich noch übrig bleiben. Jake the Snake Roberts und Hulk Hogan. Eine sehr untypische Paarung. Aber der Hulkster war, glaube ich, einfach unbesiegbar in diesem Spiel, wenn ich mich richtig entsinne. Das war schon eine Hausnummer. Ja, man sieht ja auch Jake Roberts, wie gesagt, ne, diese Bronzetöne, Bronzestiefel, alles war irgendwie Bronze. Das habe ich nicht ganz verstanden, noch damals nicht, aber wie gesagt, Meckern auf hohem Niveau. Da wollen wir jetzt mal nicht für die damalige Zeit zu kleinlich sein. Whippin von Roberts hier. Ja, und er wollte hier irgendwie einen Elbow Drop ansetzen, aber der ist daneben gegangen. Ja, und Jake Roberts attackiert mich jetzt hier weiter. Also man sieht schon, die Schwierigkeit nimmt enorm zu. Es kann gut sein, dass das schon die letzten Teams sind, beziehungsweise das letzte Team ist. Mal überlegen, wer jetzt noch hier fehlt in dem Match. Beziehungsweise in dem Turnier jetzt. Müsste ich jetzt auf Anhieb keinen. Das müssten alle gewesen sein, die wir jetzt hier schon besiegt haben. Deswegen habe ich auch absichtlich jetzt hier einfach mal ein Tag-Team-Turnier gestartet und eben nicht das WWF-Championship-Turnier, weil das hätte auch viel zu lange gedauert, da wirklich uns das zwar doch schmale, aber ja, was heißt schmal? Ich sag mal, das zwar doch überschaubare Roster, aber es waren ja doch schon ein paar Leute dabei. Das hätte einfach ein bisschen zu lange gedauert. Wir haben ja heute auch schon sowieso eine längere Ausgabe als sonst. Und ja, Hogan ist jetzt im Ring hier. Na, auch da, Hogan trägt keine Knieschoner. Die roten Knieschoner sind nicht da. Das hätte man, da hätte man Hogan einfach noch besser erkannt irgendwie. Aber gut, da möchte ich mich jetzt auch nicht wiederholen. Ja, ich denke, das ist wirklich das letzte Tag Team hier in Form von Hulk Hogan und Jake the Snake Roberts. Und jetzt habe ich hier Hogan mal über das oberste Ringseil geworfen mit dieser Wurfattacke. Aber der Whippin von Hogan hier und wieder so ein Elbow Drop, der geht daneben. Body Slam vom Hulkster. Und der Pin-Versuch. Und das ist einfach schon sehr, sehr schwer, auch aus den Pins rauszukommen, auch wenn die Energieleiste noch stimmt. Aber das ist nicht so einfach. Also, da muss man wirklich sagen. Ich versuche jetzt hier Hogan zu zermürben. Und der hat jetzt seinen zweiten Wind sich nochmal geholt. Also, da habe ich vielleicht doch noch eine Chance, hier den Hulkster zu besiegen. Das wäre natürlich toll. Auch wenn ich jetzt ein bisschen zu unfairen Mitteln greifen muss, aber den Sieg möchte ich mir doch dann schon einfahren heute noch. Ah, das ist eine ziemlich ausgeglichene Sache jetzt hier. Also Hogan ist wahnsinnig schwer. Aber man sieht auch jetzt den Lockup hier, den kann er wieder für sich entscheiden. Jetzt soll ich unbedingt hier den Million-Dollar-Man reinholen. Ich habe jetzt mal schon mal Energie getankt nochmal. Aber das sieht ja gut aus. Aber Hogan wechselt jetzt Roberts ein und der hat noch mehr Energie auf jeden Fall. Kommt hier auch gleich mit so einem Slam. Und ein Body Splash. Also das ist quasi die gleiche Animation wie dieser Crossbody. Den kann man auch auf dem Boden des Gegners ausführen in Form eines Body Splash. Body Slam von Roberts und der Pin, den er jetzt hinterher setzt. Und das, ich hoffe, ich gebe alles. Ah, nochmal aus dem Pin rausgekommen. Also das wird jetzt echt knapp. Also ich muss jetzt irgendwie an DiBiase hier kommen, sonst war es das jetzt. Oh. Nee. Oder jetzt schnell zu DiBiase. Und der rennt wieder weg. Ich werde nicht mehr. Das gibt es doch nicht. Ja, ich würde mal sagen, der Million Dollar Man hat uns hier gerade den Sieg gekostet. Ich fasse es nicht. Ja, Roberts und Hogan besiegen uns und dürfen sich damit Champions nennen. Ja, Glückwunsch an die beiden. Ich würde sagen, wir machen jetzt kein Rematch. Ich möchte euch nochmal in einem One-on-One-Match ein Cage-Match zeigen. Was natürlich hier auch die Steel Cage Challenge unter anderem ausgemacht hat. Da nehme ich jetzt mal Bret Hitman Hart
und treffe hier auf Macho Man Randy Savage. Ja, da ist er, der Käfig. Und vielleicht fällt es dem einen oder anderen ja schon auf, die Ringseile wurden abmontiert. Also da weiß ich auch nicht, ob die da irgendwie die Layers, irgendwie, ob die sich da überbrückt haben, überlappt haben, ob das nicht möglich war. Keine Ringpfosten, keine Ringseile, alles abmontiert, einfach nur Ringboden, Apron und der Käfig. Gut, auch damals ist das schon aufgefallen, aber hat dem Spiel jetzt keinen Abbruch getan. Also man sieht, man kann den Cage einsetzen hier, ne? Also man kann den Gegner auch davor schmettern. Und es ging nur darum, im Prinzip einmal rauszuklettern. Ähnlich wie zu den heutigen THQ oder heutzutage 2K-Teilen geht es einfach darum, in einer bestimmten Zeit über den Käfig zu kommen. Allerdings gibt es hier wie heutzutage kein Minispiel, sondern es geht einfach nur darum, Steuerkreuz nach links drücken, wenn man links steht, oder nach rechts, wenn man rechts steht. Und einfach dann über den Käfig klettern, indem man das Steuerkreuz gedrückt hält. Und das ging dann auch, muss man sagen, relativ flott. Also wenn der Gegner jetzt, sag ich mal, sowieso die Energieleiste zu Ende hatte, dann war das Match gegessen. Aber man sieht hier, Savage versucht es wieder und das ist auch taktisch klug, weil ich liege da am anderen Ende. Und hier habt ihr es gerade gesehen, sobald man wieder auf dem, also sobald man wieder aufstehen konnte, fällt der Gegner von seiner Kletteraktion wieder herunter. Das heißt, man muss nicht hingehen und den runterziehen, sondern er fiel einfach runter. Das ist natürlich super unrealistisch aus heutiger Sicht, aber es kam mir ganz gelegen, weil das Spiel, wie gesagt, auch nicht unbedingt einfach war. Von daher das Ganze einfach mal ein bisschen leichter dadurch wirken zu lassen, dass man den Gegner nicht unbedingt runterholen kann vom Käfig, weil da einfach, wie gesagt, der Abstand auch meistens viel zu lang ist, war das schon völlig okay. Also Savage dürfte jetzt hier fertig sein, nochmal ein Splash nach dem Slam hinterher und ich versuche jetzt mal mit dem Hitman hier, ah, Savage ist wieder dabei, gucken jetzt, ob ich jetzt hier mit dem Hitman das schaffe. Also ihr seht, es geht relativ schnell und da bin ich auch schon auf dem Käfig. Mutig stellt sich der Hitman da auf den Käfigrand und jubelt noch. Ja, also es hat gereicht, einfach oben zu sein. Runtergehen ging von alleine quasi, das hat man gar nicht mehr gesehen. Ja, das war das Cage-Match hier bei der Steel Cage Challenge. Ja, und wie gesagt, wollen wir mal so langsam zum Ende der Ausgabe kommen. Also es ist halt wirklich ein schönes Spiel gewesen. Ich war froh, dass ich es entdeckt habe, weil wie gesagt, Printmedien hatte ich damals nicht, man hatte kein Internet. Ich habe es absolut nicht gesehen, dass es überhaupt released wurde. Und ja, auch wie gesagt, auch hier nochmal die Hogan-Grafik. War eine schöne Abwechslung zu der damaligen Zeit. War ein schöner Fortschritt auf jeden Fall zu WrestleMania Challenge und WrestleMania sowieso. Also aus heutiger Sicht sage ich ja weiterhin, WrestleMania war einfach nicht das Top-Spiel. WrestleMania Challenge hat schon vieles richtig gemacht. Und ja, wie gesagt, die Steel Cage Challenge war schön, einfach weil man nicht nur One-on-One-Matches hatte, sondern auch Tag-Team-Matches, Tag-Team-Titelkämpfe und man konnte auch den WWF-Titel jagen. Also von daher eine schöne Abwechslung. Ja, ich lasse die Ausgabe jetzt einfach mal ausklingen mit der Musik von Hulk Hogan. Ich würde mich freuen, wenn ihr ordentlich Feedback gebt. Einen Daumen nach oben vielleicht auf YouTube wäre toll. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Ausgabe wieder, zur 6. Ausgabe. Und ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.